36. Spieltag der deutschen Eishockey-Liga. Grizzlies Wolfsburg gegen Krefelds Pinguine. Ein Do-or-Die-Game mit Playoff-Charakter für Hans Kossmann und seine Grizzlies gegen die formstarken Pinguine aus Krefeld, die ihre Form hier gleich wieder aufs Eis brachten. Seifert mit dem Schuss, dann Berglund und dann ist die Scheibe drin. 1:0 für den KEV. Kurioses Tor in der 11. Minute, weil hier Bergman die Scheibe an den Kopf bekommt und dann Castles mit dem Schlittschuh die Scheibe über die eigene Linie befördert. Berglund einmal, Blejo und nochmal Berglund und dann ist er drin. Im zweiten Drittel, 22. Minute, Trivilato findet die Lücke, 2:0 für Krefeld. Alex Trivilato, der italienische Nationalspieler. Keine Chance für Lecce. Bittere Pille für die Wolfsburger. Doch dann kam die Grizzly-Show. Mahacek. Welch erkämpft sie die Scheibe und sie wieder Spencer. Mahacek. Nur noch 1:2. Ebenfalls 22. Minute. Und es ging gleich weiter. 23. Minute. Likens und Furchtner. Ausgleich. 2:2. Sebastian Furchtner, der Kapitän. Jeff Likens mit der Vorarbeit und dann mit der Rückhand für die Wolfsburger zum Ausgleich. Und es ging weiter. 25. Minute. Wren, William Wren, 3:2. Was ist denn hier los? Das Spiel gedreht, die Wolfsburger. Kessels mit dem Gewinn, dann Peter Pohl. Und da kommt William Wren, der hat die freie Bahn. Drei zu zwei. Und jetzt musste Krefeld zurückkommen. Die haben ja einen Scharfschützen, der heißt Philipp Brugisa. Da oben steht er und wartet, bekommt jetzt die Scheibe. Brugisa, 3:3. Dänisches Dynamit in die Maschen von David Lecce. Furios ging es weiter. Im letzten Drittel 10 Minuten gespielt. Mahacek mit dem Einsatz. Dann ist es Welch. Und da ist Doppelpack Furchtner. 4:3 für Wolfsburg. Die zeigten hier richtige Moral. Toller Einsatz von Mahacek. Welch und dann Furchtner mit Übersicht. Chippt er die Scheibe über Petzold. Aber Übersicht hat auch Topscorer Chad Costello. Hier auf Jakob Berglund. Berglund 4:4. 2,5 Minuten vor dem Ende. Ausgleich. Und es ging für beide Mannschaften in die Overtime. Und in dieser Overtime war gerade mal eine Minute gespielt. Pieta. Auf Costello. Costello. Pieta. 4:5. Der Sieg für die Pinguine. Sie bleiben auf ihrer Siegerstraße und nehmen 2 Punkte aus Wolfsburg mit. Bitter kann man sagen. Und ja, da sieht man wieder beim Eishockey, wie schnell das gehen kann. Man führt 4:3 und dann kommt der Ausgleich. Und ja, das Spiel geht 60 oder 60 Minuten plus. Und wir haben am Ende leider nicht zugegriffen. Ich glaube, im Endeffekt haben wir es unnötig so verrückt gemacht. Nach dem 2:0, glaube ich, ja, irgendwie hat es im Kopf Klick gemacht und wir haben gedacht, das Spiel läuft einfach runter. Und das war nicht der Fall, da stand es auf einmal 3:2. Ja, und da mussten wir wieder zurückkommen, dann stand es auf einmal 4:3. Und ja, im Moment haben wir, glaube ich, auch ein bisschen das Glück auf unserer Seite und dann gewinnst du halt so ein Spiel dann auch noch. Wolfsburg packt nicht zu und Krefeld mit dem Glück auf der Seite und nehmen die 2 Punkte mit hier aus Wolfsburg.